So, liebe Freunde, dann mal willkommen zu Fallout Shelter. Da mir gerade ein bisschen langweilig ist und ich keinen Plan habe, was ich aufnehmen will, gibt es jetzt mal eine Runde Fallout Shelter. Habe ich, glaube ich, auf dem Handy habe ich das mal eine Zeit lang gespielt. Jetzt gibt es das ja auch bei Steam. Das heißt, wir testen das mal über Steam, die PC-Version. Ja, wir wurden zum Aufseher von Walden 791. Weiter unterhalten Sie. Ja. Ich denke mal, die meisten von euch werden mittlerweile auch Fallout Shelter wenigstens mal auf dem Handy gespielt haben. Da ist es eigentlich ein ganz netter Zeitvertreib. Nur mal gucken, wie es so auf dem PC ist. Eine kurze Vorstellung der Grundlagen. Bauen wir zuerst einen Raum. Klick auf das Hammermenü. Ein Generatorraum. Bauen wir mal. Und zwar bauen wir den Generator. So, kannst du reinbauen. Steht die Position hier unten hin. Sehr gut. Jetzt brauchen wir Bewohner, damit der Generator Energie erzeugt. Da, neue Bewohner sind an der Tür zum Vault aufgetaucht. Schauen wir uns die Statistiken eines Bewohners an. Interessant. Der hat eine gute Stärke. Und sie hat Beweglichkeit, Glück, nicht allzu viel Charisma. Läuft. Um einem Bewohner zuzuweisen, klick ihn an und halte die Maustaste gedrückt. Dann zieh ihn in einem Raum, versuche dem Bewohner dem Generatorraum zuzuweisen, den du gerade gebaut hast. Versuchen wir es mal. Und du kannst, wenn du schon dabei bist, auch gleich in den Generatorraum. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz der Raum hat. Aber die ersten beiden schicken wir mal in den Generatorraum rein. So, jetzt arbeiten die Bewohner und der Raum produziert Ressourcen. Klicke doppelt auf einen Raum, um ihn dir genauer anzusehen. Wenn du mehr Ressourcen brauchst, kannst du den Tempo-Modus nutzen. Klick auf den Tempo-Button, um das Tempo-Menü zu öffnen. Ich brauche kein Tempo. Produziere 10 Energie. Also sehr interessant. Sehr gut. Du hast den ersten Tempo-Modus abgeschlossen und Kronkorken gesammelt. Wir brauchen noch einen Essensraum. Das klingt sinnvoll. Da sind die Quartiere. Ein Raum kommt dahin. Und Wasser. Kommt dahin. Okay. Und wie immer müssen wir die Anzeigen im Blick behalten. Das ist kein Problem. Und da sind ein Tür zum Vault aufgetaucht. Jetzt kannst du die Grundlagen der Arbeit als Aufseher. Blablabla. Okay. Moment mal, gibt es hier irgendwelche Stärkevoraussetzungen? E und A. Du hast P und A. Beides nicht sehr gut. Da sieht man das sogar. Verstehe. Okay, A. Der hat ganz toll. Da rein. E5. Kommt hier rein. Reiche Ziele, um Kronkorken zu verdienen. Klicke auf das Schleifensymbol, um Pip-Boys und deine Ziele zu sehen. Alles klar. So, wie sieht's mit dir aus? Charisma 3. Na dann. Backen besteht eine Chance, Babys zu zeugen. Gucken wir mal. P2. Kommst da rein. So können wir uns irgendwann schenken. Zieh deinen Bewohner aus dem Wald heraus und gib ihm Vorräte mit auf ihr Abenteuer. Alles klar. Steht da irgendwo, wie viele Leute ich in einem Raum zuweisen kann? Nee, ne? Also da ist mein Pip-Boy mit den Zielen. Okay, führe den Tempo-Bonus erfolgreich in einem Raum durch. Können wir gleich mal machen. Thank you.
testen das mal. Und fehlgeschlagen. Schade. Unfälle, verdammt. Das läuft ja wunderbar. Okay, dann probieren wir es mal hier im Wasserraum. Jo, erfolgreich. Sehr geil. Und wir haben eine Lunchbox bekommen. Zeige ich mal hier. Klicken zum Freischalten. Und es gibt Karten. What? Ein Outfit. Redaway. Kronkorken. Und nochmal Kronkorken. Ah, das lohnt sich ja richtig. Haben wir das echt gekauft, muss nicht sein. Klicke auf das Pfeilsymbol unten rechts, um einen Raum zu verbessern. Ah, da, okay. Hey, wir haben hier eine neue Bewohnerin. Sehr gut. Mit Charisma. Du kannst doch hier in das. Könnt ihr mich ein Bibis machen? Ein Platz für Wohnung wollt benutzt. Bau mehr Baracken, um weitere Bewohner unterzubringen. Ah, alles klar. Ah, jetzt können wir hier nämlich auch bauen. Okay. Aufzüge, Baracken. Die maximale Bewohneranzahl und erzeugt neue Bewohner. Na siehst du, jetzt haben wir eine viel größere Baracke. Und weil wir ganz toll sind, vergrößern wir hier einfach mal die ganzen Räume ein bisschen. Dinner, Wasserbehandlung. Okay. Genau, jetzt haben wir gleich mal ein paar größere Räume. Das heißt, theoretisch können wir dann da mehr Bewohner zuweisen. Mal, sind hier alle richtig zugewiesen? Ja. Wird schon. Okay, Inventar. Und die mehr Ressourcen. Ah, alles klar. Aufseherbüro bauen. Schicke einen Bewohner ins Ödland. Machen wir, sobald wir neuen Bewohner haben. Kannst du alle Waffen und Outfits in deinem Besitz sehen und verwalten. Wir haben doch ein Outfit. Okay, was macht der Knopf? Nee. Was macht der Knopf? Gott, manchmal ist zu viel Schrott, manchmal wenig, manchmal auch gar nichts. Okay, nee. Müssen wir nicht in Schrott verwandeln. Okay, mit Schrott stellen wir Sachen her. Alles klar. Nehmen wir erstmal so hin. So, was haben wir denn hier? Okay. Ja, lohnt sich hier am meisten. Den Lagerräume für mehr Lagerplatz. Haben wir denn überhaupt schon Lagerräume? Ich glaube nicht, ne? Ja, Aufzug, Baracken, Generator, Dinner, Wasserbehandlung, Lagerraum. Benötigt 12 Bewohner. Ja, okay. Und so wie es aussieht, haben die beiden hier ein Level up oder was? Ah. Okay. Die leveln anscheinend auf. Wie weit können wir hier rauszoomen? Na, nicht so weit. Okay. So, wen schicken wir ins Ödland? Nehmen wir Glück, Intelligenz. Hm. Nicht so doll. Auch nicht so doll. Auch nicht so doll. Ach, machen die jetzt ein Kind? Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Oh je. So, das ist doch nicht jugendfrei, was die da gerade anstellen, oder? So. Haben die jetzt einen kleinen. Ah, jetzt ist die schwanger. Ist ja lustig.
Verwende drei vollständig verbesserte Räume, um Designs zu verwenden. Okay, kann man also bis zu drei Räume dingsen, okay. Verbessern kostet ganz schön viel. Ja, ganz schön teuer. Na komm, wir schicken mal hier einer auf Erkundungstour, oder? Ich weiß nicht, wofür das L steht. Finden wir doch aus. Ist, nein, 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 nein. Was mache ich denn hier? Geh weg. Höhere Felsen und ein Volt noch tiefer auszubauen, ja. Macht dann die Rotschaltenräume ab. Ui. Okay, da muss ich aufdrücken. Fräulein, können Sie Energie herstellen? Also Bagenbewohner zum Wartabbau bis zum Zwischenpunkt. Ja, tut's. So, die wollte ich jetzt aber trotzdem ins Ödland schicken, ne? Auf Erkundungstour. Okay, und die Energie ist tatsächlich rot. Verdammt. Der Tempobonus funktioniert. Hat nicht funktioniert. Richtig geil. Und das läuft ja richtig. Bin auf alles vorbereitet. Na, gucken wir mal. Schade, jetzt dauert die Energie noch länger. Yay! Wenigstens das hat funktioniert. So, und hier können wir sehen, okay, die erkundet gerade das Ödland. Ah, mal gucken, wie weit sie kommt. Ja, das läuft. Das interessiert hier gerade keinen. Und da kommt eine neue Bewohnerin. So. Das läuft. Wasser oder Nahrung? Machen wir mal auf Nahrung erstmal. Ja, wir brauchen, glaube ich, 12 Bewohner dafür. Okay. Ah, brauchen wir noch ein paar Bewohner. Kronkorken kann man anscheinend kaufen. Machen wir aber nicht, ne? Ah, wir können sogar Haustiere kaufen. Cool. So, können wir denn schon einen Raum verbessern? Wenn, dann erstmal den Stromgenerator, ne? Genau. Jetzt zum kleinen Kraftwerk gemacht. Because of Strom ist wichtig. Eterfalter. Okay, das produziert jetzt alles erstmal. Die ist immer noch schwanger. Wird wahrscheinlich auch noch einen Moment schwanger bleiben. Können wir dich arbeiten lassen, Schwangere? Zeig ich mal her. Testen wir doch einfach mal. So. Und dann können wir demnächst eigentlich ein paar Kinder produzieren, wa? So, wie geht's der Tante hier draußen? Dann kommt der aus bereits mal Angriff geschafft. Der wilde Hund ist tot. Und 200 Erfahrungspunkte erhalten. Wow. Lohnt sich ja schon richtig. Ja, irgendwie können wir hier nicht allzu viel machen, ne? Es wäre vielleicht was zum
streamen, um nebenbei ein bisschen mit dem Chat zu quatschen. Aber so solo vor sich hin quatschen ist dann doch ein bisschen sehr eintönig. Jo, und wir haben wieder Wasser und Nahrung. Erfüllt sich doch ganz gut die Anzeige. So, und da kommt ein neuer Waldbewohner. Servus. Na komm. Alter, ich erwische den auch nicht. Kommst da mit rein. Und wir haben einen neuen Raum entriegelt. Sehr geil. Lagerraum. Erhöht die maximale Anzahl von Gegenständen und Haustüren. Super, brauchen wir 300 Kronkorken für? Die haben wir leider nicht. So, wo ist denn unser Stecher hier? Intelligenz, Charisma. Du bist doch hier ein super Stecher. Kann man hier nämlich mal noch ein bisschen mehr Kinder zeugen. So, wie geht's dir? Flüchtigen Sklaven, wurde ins Bein geschossen, er kommt nicht weit, er ist nekrotisch, ich kann nichts für ihn tun. Ein Erfahrungspunkte, Radkakalake, 2 Schaden erlitten, 0 EP. Läuft noch nicht so gut. Okay, Strom wird zumindest erstmal ordentlich produziert. Baracken auf. Verbinde 3 vollständig verbesserte Räume. Ja, das heißt, wir brauchen eigentlich noch einmal Baracken. Zeig mal her, wie viel kosten die denn? 170. Bauen wir nochmal Baracken? Ja. Uiuiui. Schöner großer Raum. Dafür haben wir jetzt 0 Kronkorken. Das läuft ja auch richtig super. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir auch bald hin. Nur mal die Zeiten bezahlt. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Sowas macht am Handy mehr Sinn. Meine Freundin will gerade unbedingt einen Selfie-Stick haben. Schreibt sie mir gerade, darf ich dich noch mal rausschicken? Ich brauche einen Selfie-Stick. So, ja, muss der unbedingt heute sein? Und sie, ja, ich brauche den Selfie-Stick. Ja, alles klar. Das heißt, nach der Aufnahme hier darf ich noch mal einen Selfie-Stick kaufen gehen. Wuhu. Wenn man sowas auch unbedingt braucht. So, nochmal Schrott. Redaway. Und Korken, die können wir gebrauchen. Oh, und ein Bowlinghemd. P, warte mal. P brauchen wir hier, ne? Kollege, du bekommst das Bowlinghemd. Sehr gut. Und da gibt es gleich das nächste Dingsbums und Bumsdings. Und zack, Wartech. Wasser bekommen. Nochmal 100 Kronkorken. Was zum Henker ist das? Schrott-Laborglaskolben. Okay, seltener Schrott. Und eine Waffe. Super. 500 Kronkorken, na, das läuft ja richtig hier. Und direkt noch eins. Verkaufe eine Waffe, rüste einen Bewohner mit einer Waffe aus, sammle 100 Energie. Ja, kriegen wir alles hin. Da. Und noch mehr seltener Schrott? Tatsache. Kronkorken. Wie?
Lederrüstung finde ich ja super. Mal Wasser und nochmal Kronkorken. Ey, können wir hier aber richtig die Räume verbessern. Okay, dann werden die Baracken einmal verbessert. Stromgeneratorraum wird nochmal ver... Ach. Ah. Machen wir lieber Wasserbehandlung. Und Nahrung. Okay. Super. So, was sagt unser Inventar? Okay, wir haben eine Waffe. Und wir haben ein Outfit. Wofür steht denn das eh nochmal? Weiß es nicht. Brauchen wir ein Outfit, um eine Mission fertig zu machen. So, in 17 Sekunden haben wir wieder Strom. So, ich war vorhin einkaufen, ne? Also ich war vorhin draußen vor den Aufnahmen jetzt gerade. Und was ist, wo ich wieder zu Hause bin und schön aufnehme? Jetzt schreibt sie noch, sie braucht noch Reis und Hafermilch und dies und das. Ach, schade, schade. So. So, wie geht's der hier? 0 EP, Red Kakerlake, Maulwurfsrate. Ah. Sammelt nicht allzu viel, ne? Bis zu zwei oder drei Räume sind jemand haben, verbinden sie sich zu einem größeren. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Vor allem der hier. Die Wohnquartiere. Sind ja echt super. Also 4, 3, 4. Eine ist auf Tour. Okay, wir brauchen mehr Bewohner. Wo seid ihr Bewohner? Kommt schon. Konnte man hier nicht auf der Dings-Variante? Konnte man doch so ein Dings bauen. Hier, Radiostation. Aber da brauchen wir erstmal 20 Bewohner. Mist. Kann noch einen kleinen Moment dauern. Na komm, holen wir die erstmal zurück. Wunderbar. Können wir die nämlich mit einer Waffe und einem Outfit ausrüsten und dann sollte das ein bisschen effektiver sein. Gut, dann darf ich danach nochmal einkaufen gehen. Sehr schön. Freue ich mich drüber. So, das haben wir. Hier können wir nichts weiter machen. Dass man hier nicht später alles noch bauen kann. Das lohnt sich ja später richtig. Okay, Felsenzerstörung kostet auch eine Menge. Können wir aber schon mal machen. Dass wir dann hier später weiter ausbauen können. Wasser sieht mehr als gut aus. Nahrung wärmer. Wärmer an der Zeit. Beziehungsweise wären mal neue Einwohner an der Zeit. Gucken, wann die Kinder hier schlüpfen. Wenn man das so nennen kann. Eine Minute noch. Tja, ich sag's ja, das Spiel wäre echt was für ein Stream, wo ich mich halt mit dem Chat unterhalten kann. So alleine muss ich mir ja fast überlegen, was ich euch erzähle und worüber ich quatsche. Viel zu tun gibt's hier leider nicht. Wir können halt stundenlang der Emily Cox beim Laufen zusehen. Mit dem Kleidchen könnt ihr echt mit, okay. Ja, und wir können nicht viel machen. Wohnquartiere haben wir schon relativ hübsch hergerichtet. Aber ansonsten ist das hier relativ unspannend alles. Oh Gott. Da gibt es Musik. Okay.
annähernd so gut. Alles klar. Da ist es still. Und hier. Ja, das ist bestimmt super, so ein großes Steak. Produziert 22, 22. Produziert 25. Okay. Ich sag's ja, die Produktion hier läuft auf jeden Fall super. Das haben wir auf jeden Fall genug erstmal. Emily Cox, wie lange brauchst du zum Zurückfinden? 2 Minuten. Nicht klar. Ja, relativ unspannend. Ach du Scheiße. Wie es aussieht, können wir den Vault ordentlich groß machen. Okay. Da könnte man hier dann einen zweiten Fahrstuhl anfangen. So ein Aufzug kostet 175, das haben wir auf jeden Fall. Ja, genau, dann können wir hier nämlich die Räume nochmal weiter verbinden. Dann geht es da einmal mit dem Fahrstuhl runter, da runter. Super. Also falls wir das Spiel mal irgendwie noch weiterspielen, aus Langeweile oder keine Ahnung, können wir hier zumindest, haben wir hier schon mal unser Grundgerüst. So, echt sehr unspektakuläres Spiel, ne? Warten jetzt mal noch, bis die Tante da aus dem Ödland zurückkommt. Und dann ist das schick. Ich wünschte, ich könnte hier mal ein bisschen vorspulen. Aber geht leider nicht. Wir müssen leider damit leben, dass die Zeit hier so langsam rumgeht. Naja, die Wasserproduktion läuft aber echt super. Die Nahrung sich mal ein Beispiel dran nehmen. Ist auch, glaube ich, auch doch, ist auch verbessert. Wie das? Ha. Okay. Uns fehlen dann wieder Kronkorken, um hier demnächst mal einen Lagerraum bauen zu können. Den würde ich nämlich ganz gerne dann hier oben in die Ecke platzieren. Ah. Gucken wir mal. Also, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu leise, wenn ich mich hier mal ein bisschen zurücklehne. Ah, schön, schön. So, das lockt hier aber echt null neue Bewohner an, ne? Hey, die Tante ist wieder da. Wenn man die wenigsten Level auch oder sowas mitgebracht hätte. Aber nichts ist. Mit Outfit kommst du mal eine Lederrüstung. Und eine Pistole. So, nämlich topfit für den nächsten Ausflug. Ausdauer, Stärke. Wasser wird hier echt in einer Reihe produziert, ne? Aber gut, Leute. Was ist das los? Nee, danke. Ich will kein Geld ausgeben für das Spiel. So, da hier keine neuen Bewohner kommen und das auch so gerade nicht allzu spannend ist und ich ja noch einen Einkaufsauftrag bekommen habe, würde ich sagen, beende ich an der Stelle jetzt erstmal die Aufnahme. Und ja, na, so als kleine Zwischenrunde, ich weiß nicht, das würde wahrscheinlich eine Folge sein. Ich bezweifle, dass ich das in 2 Folgen zerschneide. Und, na, haben wir das erstmal jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier speichern muss.
Sound, Musik, Kamera, Gamma-Korrekturen, Tipps, Screenshots, Fenster, Open New Hotkeys. Doch, da, speichern. Spiel gespeichert. Na wunderbar. Waren das jetzt die Gamma-Korrekturen? Okay. Alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge von was auch immer. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Tschüss.